Hallo da drüben. Versuch bitte nichts umzuwerfen. Ist das eine Traumateam-Uniform? Ist es. Was ist passiert? Helmfehlfunktion mitten während einer Extraktion. Jemand hat mein Gesicht gesehen. Jemand Nachtragendes. Die Sorte kenne ich. Ich bin nur hier, bis sich die Lage beruhigt hat. Hoffentlich. Hier ist es aber schön aufgeräumt. Ich bin zu faul, um dauernd suchen zu müssen. Willkommen in meinem bescheidenen Geschäft. Das ist mal eine Menge Krimskrams. Das ist wohl wahr. In Night City hätte mich all das Zeug hier wahnsinnig gemacht. Ich war dort immer sehr gut sortiert. Was hast du in Night City gemacht? Ich war Journalistin bei N54 News, bis ich eine Story über die falsche Person geschrieben habe. Du hast den Kampf um die Wahrheit verloren, ha? Huh? Nein, schlechtes Timing und Urteilsvermögen. Wurde für einen Fehler bestraft und hat es verdient. Was verkaufst du denn so? Ein bisschen von allem. Verlorenes wird gefunden, Altes wird neu, Angebotenes wird gekauft. So ist der Wirtschaftskreislauf hier. Menschen in teure Pflegeheime am anderen Ende der Stadt abzugeben, während wir sie bald mit dem Silver Days-System verbinden können. Feindliche Agenten haben Dogtown infiltriert. In unserer Mitte befinden sich USA-Spione und Unruhestifter. Täter, Absauger, einem Tropf, einem Ernährungsschlauch und einem... Gemütlich.
Wie kommt's, dass ein Ripper wie du hier in den Stacks gelandet ist? Ach, die Stadt ist so beengend, weißt du, Choom? Ich wollte wohin, wo es keine Regeln gibt, keine Grenzen. Wo ich einfach ich sein kann. Verstehst du, was ich meine? Yep. Hast deine Ripper-Lizenz verloren, nicht wahr? Was kümmert's dich? Willst du was oder nicht? Dann zeig mal, was du so drauf hast. Hoffentlich bereue ich das nicht. Wenn was juckt, kommst du einfach wieder. Mann, stell dich nicht so an. Ich bin Gillian Jordan. Wir beginnen jetzt mit den neuesten. Jahre 2023 wurde Night City erschüttert. Wie ist jemand wie du hier gelandet? Meine Besitzerin hat mich Shorthändlern abgekauft, mich aufgemotzt, mich umprogrammiert und mir dann ihren Geist eingehaucht. Lass die Erd mich verschlingen oder verwandle dies Gestalt, die Grund meiner Kränkung. Der Baum keucht noch ob des Unvollendeten und mit geschmeidigem Bast umzieht sich der schwellende Busen. Deine Programmierung klingt uralt. Was darf sein, Schätzchen? Was hast du im Angebot? Das Beste, was du in Dirktown kriegst, Schätzchen. Und stark wirksamer Toxine wird den Anwohnern geraten. Ja, was willst du? Bist du von hier? Kein Schwein in Dogtown ist aus Dogtown. Was heißt überhaupt von hier? Was hat dir denn die Laune versaut? Weiß nicht. Vielleicht all die Jahre beim NCPD? Oder vielleicht die Kredithaie, die mir an die Eier wollen? Oder vielleicht die ganze Scheißstadt auf der anderen Seite der Mauer? Verdammt schwer zu sagen, Choom. Okay, vergiss die Frage. Du spielst echt gut. Ich brauch Waffen. Kannst du mir was empfehlen? Kauf doch, was dir gefällt und quatsch mich nicht voll. Alter, wer hat dir denn in die Klöten gebissen? Ich werde nicht für Smalltalk bezahlt. Wenn du eine zuverlässige Knarre suchst, bekommst du die hier. Sonst gibt es nichts zu bequatschen.
Prozent echt. Habt ihr noch ein Zimmer frei? Scavs einen Transport an. Die Tech und die Wachen sind verschwunden. Letztere wahrscheinlich für immer. Das wäre eigentlich nicht weiter ungewöhnlich für Dogtown. Aber der CEO von Zetatech hat sich bei mir gemeldet. Der Transport gehörte ihnen. Zu der gestohlenen Tech gehört auch ein besonders wertvolles Augenimplantat und dazugehörige Baupläne. Die Scavs scheinen nicht zu wissen, dass es einen GPS-Tracker hat. Du wirst der Signatur folgen und das Nest der Scavs in den Longshore Stacks hochnehmen. Ich habe dir weitere Details schon geschickt. А то все подохнем!
dann reiße ich dein Herz raus, ja? Носа потекло. Gucken, was da abgeht. Los, beweg dich. Ich hab was Besseres. Komm raus. Der Schlag!
У меня для тебя подарочек. Taken nukes down the egg! Мочи в суку! Die Bachtunschale fertig! Zwei, sieben, fünf, drei.
Hier drüben. Hast du für das ganze Chaos gesorgt? Da habe ich ja fast Mitleid mit denen. Fast. Lass mich raten. Von Zetatec angeheuert. Ich weiß, wonach du suchst. Mein Kunde hat etwas verloren. Tech-Zeug. Doch nicht etwa ein Prototyp und Baupläne? Hm? Die haben mich zwar hier eingesperrt, aber ich habe mit dem Prototyp das Signal gepinkt. Ich wusste, der Konzern schickt jemanden. Clever. Gib mir die Kurzfassung. Wer bist du? Hassan Demir, Ingenieur bei Zetatec. Einziger Überlebender des Geth-Angriffs. Wie wurdet ihr überwältigt? Spart sich Zetatec etwa die Mietmuskeln? Es war eine verdeckte Operation. Wenig Security, höchste Geheimhaltung. In Dogtown? Nicht bewaffnet zu sein, ist hier förmlich eine Einladung. Hättet genauso gut Raubt uns aus auf die Waken schreiben können. Das kannst du Zetatec sagen. Wie wär's, wenn du mich freilässt? Dann können die mich später zusammenscheißen. Was denkst du? Fixer sprach nur vom Prototyp, nicht von einer Rettung. Weißt du, wo er ist? Oh, den habe ich bei mir. Warte mal. Du hast dir die Tech in deinen eigenen Schädel gepflanzt? Ich dachte, so wäre es am sichersten. Die Scans der Grenzkontrolle erkennen unveröffentlichte Tech nicht. Im Nachhinein nicht meine beste Idee. Aber sie hat mir immerhin eine Weile das Leben gerettet. Den Prototyp und mich gibt's nur im Doppelpack. Wenn ich hier verrotte, kriegst du ihn nie. Der Typ hat mehr Glück als Verstand. Wie blöd muss man sein, sich einen Prototyp zu chippen? Nichts für ungut wie. Es sei denn, Zetatec hat ihn dazu gezwungen, um ihn als Laborratte zu nutzen. Prototypen sind unberechenbar. Ziemlich riskant für einen Zetatec-Ingenieur, sich sowas einzupflanzen. Natürlich war es riskant, aber die Alternative war weitaus gefährlicher. Na klar. Und Daddy Zetatec ist natürlich einverstanden damit, dass ein Rapper aus Dogtown am Prototyp rumfuchtelt. Daddy habe ich nicht darüber informiert. Können wir dieses Gespräch jetzt bitte draußen fortsetzen? Warum so viel Drama um irgendein Implantat? Irgendein Implantat? Dieses Design könnte Kiroshi platt machen. Irgendein Typ aus Santo Domingo soll es aus dem Arasaka-Industriepark gestohlen haben. Also sind wir der Sache nachgegangen. Ich sollte es im Stadion kaufen, ohne Arasakas Aufmerksamkeit zu erregen. Und naja, stattdessen bin ich hier gelandet. Wie wär's hiermit? Ich komm da rein, zieh dir das Chrom aus dem Schädel und verschwinde. Ich hab's den Bastarden auch schon gesagt. Nur ein Repair-Doc kann den Prototyp sicher entfernen. Wenn du ihn rausziehst, ist das Ding futsch. Ich brauche nur den Prototyp. Vom Zustand war keine Rede. Und was ist mit den Bauplänen? Ich kann dir zeigen, wo sie die versteckt haben. Das ist also deine Masche? Na schön. Aber mach keine Faxen. Ich weiß, in welcher Position ich hier bin. Keine Sorge. Gut, dann knacken wir mal die Tür. Umgeht das Sicherheitssystem. Wenn das nicht geht, sieh im Wachraum nach. Vielleicht findest du dort dein Passwort. Ich hasse vielleicht. Hab's schon. Ah, wie ich sehe, hat Zetatec kein Geld gespart und einen richtigen Profi angeheuert. Absolut. Jetzt bist du dran. Wo sind die Baupläne versteckt? Die Scavs haben mich in ihre Werkstatt gebracht. Ich sollte die Sicherheitsprotokolle der Tech entfernen. Nach dir. Und komm nicht auf dumme Gedanken, okay? Scheiße ist das. Harry? Der Typ war ein Arsch, aber das... Das ist barbarisch.
Wahrscheinlich wäre ich hier gelandet, wenn du nicht aufgetaucht wärst. Naja, bei Zetatec wartet auf mich auch ein heißes Ende. Da wären wir. Es müsste hier irgendwo... Hab es. Nova, ich nehme das mal. Bleib bei mir, wir verschwinden. Warte. Ich konnte hören, wie du sie niedergemäht hast, also konnte dich halb Longshore auch hören. Hier wimmelt es bald von Scavs. Hast du eine bessere Idee? Dann raus damit. Die Zugbrücke. Hab gesehen, wie die Scavs sie benutzen. Wohl ein Notausgang aus dem Hochhaus. Die werden nichts bemerken, glaub mir. Ist eine sichere Sache. Siehst du, ich kann doch ganz nützlich sein. Zeit, dass wir verschwinden. Nur noch ein paar Schritte und schön leise sein. Ganz still und heimlich, wenn sie uns nicht sehen. Wird uns nichts passieren. Komm schon, Hassan. Du kannst das. Jetzt noch die Brücke ausschalten, damit die Scavs uns nicht verfolgen. Wow, du bist ja wirklich Ingenieur. Beeindruckend. Hey, solange es nicht mehr funktioniert... Hier sollte es sicher sein. Puh, ich schuld dir was. Wirklich. Fast wäre ich draufgegangen. Kein Problem. Ich gehe ja nicht mit leeren Händen raus. Ich glaube, ich komme jetzt allein klar. Werd dem Boss sagen, dass du gute Arbeit geleistet hast. Oh nein, das hättest du wohl gern. Ich rufe meinen Fixer an, organisiere einen Transport. Er wird den Prototyp selbst entgegennehmen wollen. Nein, nein, warte. Ich kann nicht zurück zur Zetatec. Weißt du was, Chung? Du gehst mir mächtig auf die Nerven. Was zum Teufel ist dein Problem? Mein Problem ist... Ich bin fertig mit Zetatec. Ich wollte eigentlich mit dem Prototyp in Dogtown abtauchen. Ich hatte bereits einen Käufer. Musste nur warten, bis das Signal abläuft. Dann griffen die Scavs an und ruinierten alles. Wenn ich zurückgehe, bin ich tot. Warum bist du so scharf auf die Tech? Hast du nur den Hauch einer Ahnung, wie viel sie wert ist? Mehr als dein Leben, richtig? Ich habe keine Familie, keine Freunde. Ich habe alles dem Konzern geopfert. Und was bekam ich dafür? Mein verdammtes Leben haben mir diese Bastarde geklaut. Der Prototyp ermöglicht mir einen Neuanfang. Du wolltest also einen Megakonzern verarschen. Was war eigentlich dein Plan? Ich hatte nicht genug Kontakte in Dogtown, um es selbst durchzuziehen. Ich habe einen Käufer im Stadion kontaktiert, habe ihm alle Infos gegeben und er sollte den Rest organisieren. Und du hast ihm einfach so vertraut? Ich bin doch kein Idiot. Deshalb habe ich mir den Prototyp eingesetzt. Hätte er mich umgebracht, dann hätte er auch das Teil geschrottet. Ich sollte an der Grenze abhauen während der Kontrolle des Konvois. Ein Auto hat auf mich gewartet, aber so weit kam es gar nicht. Du hast mich angelogen, Hassan. Ich habe mein Leben für dich riskiert und du wolltest mich ficken. Ich war in einem beschissenen Käfig und du hättest mich da zurückgelassen. Vielleicht, vielleicht auch nicht. Aber mich anzulügen war definitiv der größere Fehler. Ich hab Mist gebaut, okay? Ich weiß. Aber die werden mich umbringen.
bitte. Newsflash, Chum. Du bist schon tot. Selbst wenn ich dich gehen lasse, werden die dich finden. Dann gebe ich auf. Töte mich. Ich meine es ernst. Achtung, ist mir lieber, als von denen gefoltert zu werden. Feindliche Agenten haben Dogtown infiltriert. In unserer Mitte befinden sich N-USA-Spione und... Ich ruf lieber den Fixer an. Rühr dich nicht. Und halt die Klappe. Klar. Okay. Schick mich bitte nicht weg. Shit. Hans, die Situation wurde kompliziert. Hab eine Geisel gerettet. Überlebender von Zetatec. Und wie wirkt sich das auf die Mission aus? Naja, der Idiot hat sich den Prototyp ins Auge gestopft. Braucht eine Mitfahrgelegenheit. Umständlich, aber kein Problem. Koordinaten bitte. Der Transport wird gleich da sein, um ihn zu Zetatec zu bringen. Überlass ihn nicht Zetatec. Such ihm einen guten Ripper, nimm die Tech und lass ihn einfach gehen. Ich nehme an, du hast schon einen Wohltäter im Sinn, der ihm diese Operation finanziert? Komm schon, Hans. Ich weiß, dass du jemanden kennst. Kostet dich kein Annie. Stimmt. Sieh es als Zeichen meines guten Willens. Eine Basis für unsere weitere Kooperation. Du hast mich neugierig gemacht, wie... Ist er den Aufwand wert? Du weißt genau, was Zetatec mit ihm anstellen würde. Und weißt du was? Scheiß auf diese Konzernfreaks. Schon erledigt. Danke, dass du mir geholfen hast. Wirklich. Du bist wie? Hans schickt mich. Wegen der Baupläne. Ja. Hier, nimm sie. Nova. Ich übernehme ab hier. Der Bastard hat einen Überfall überlebt, ist den Scavs entwischt und hat einen Konzern verarscht. Aber jeder hat irgendwann mal Pech. USA-Spione und Unruhestifter. Augen auf, wenn ihr etwas Verdächtiges seht. Geschickt gelöst, wie. Meine Leute werden sich um den Rest kümmern, genau wie vereinbart. Deine Bezahlung sollte gleich da sein.
aktiviert. Hey Judy, was gibt's? B, kannst du herkommen? Jetzt gleich? Ist was passiert? Ja. Komm bitte. Komm doch morgen zu mir nach Hause. Wir saufen ein paar Brusefs. Willkommen zurück bei Night After Night. Ich bin Sidi Q und unser... Der Kleine den Arsch und ihr fällt nichts anderes ein, als sich zum Dank umzubringen. Maul! Ich war nur eine Stunde weg. Wir müssen irgendwas machen. Ich will keinen Ärger. Ich rufe die Bullen. Kannst du sie zum Bett tragen? Als würde das noch irgendwas ändern. Einen Unfall tot melden. Northside, Jackson Street. Nein, keine unmittelbare Gefahr. Ein Selbstmord. Morgen? Nein, heute! Was ist an dem Wort Tod so unverständlich? Nein, sie wurde nicht vom Traumateam für tot erklärt. Wäre sie Mitglied, würde ich garantiert nicht anrufen. Fickt euch! Wenn ihr nicht gleich eure Ärsche herbewegt, komme ich zu euch aufs Revier und hack alles in Stücke! Kommt ihr jetzt her und nehmt mich fest, ihr Pussys? Super! Ist mir scheißegal, was ihr mir anhängt! Sie sind gleich hier. Meint nicht, soll sie bis morgen auf Eis legen. Nicht zu fassen, oder? Die haben kaum Leute und kommen nicht hinterher. Kein Wunder. Wer will schon ein konzerngemästeter Bulle in Scheiß City sein? Ich will ihr was anziehen, damit sie mehr wie ein Mensch als eine Leiche aussieht. Würdest du draußen warten? Mach die Tür zu, wie. Bitte.
Hast du eine Kippe? Wusste nicht, dass du rauchst. Seit Jahren nicht mehr. Aber jetzt brauche ich was Stärkeres als Luft in der Lunge. Bitte, wie? Nur eine. Okay, hier. Das war ihr Kippen-Etui. Willst du es behalten? Nein, du magst es. Also behalt es. Ist bei dir in guten Händen, glaube ich. Scheiße. Evelyn, ich habe sie im Stich gelassen. Ich dachte, sie braucht Freiraum, bis sie wieder klarkommt. Bleib stark, Judy. Lass dich davon nicht runterziehen. Weißt du, lass uns jetzt lieber gar nichts sagen, okay? Ihr Zustand. Ich konnte an nichts anderes denken. Ihre Tech war sauber, der Puppenchip funktional und unbeschädigt. Es muss also psychologisches Trauma gewesen sein. Hab in ihren Virtus nachgesehen und Woodman gefunden. Sie war bei ihm. Er hat Dinge mit ihr gemacht, die... Dann wurde sie ihm langweilig und er hat sie verkauft. Warte, du hast mehr Aufnahmen gefunden? Hab mir die Defekten nochmal angesehen. Viel Gerausche. Schwer, da was zu erkennen. Aber dann stieß ich auf ein Echo unseres Streits. Bei unserem letzten Treffen. Aber ich wusste, dass sie den nicht aufgezeichnet hat. Aber warum war es dann eine Virtu? Ich hab keinen blassen Schimmer. Vielleicht hat sie sich erinnert. Und wiedererlebt. Das Implantat war vielleicht an... Du weißt schon, als Abwehrmechanismus. Flucht in die Vergangenheit, um der Gegenwart zu entkommen. Was hat Woodman mit ihr angestellt? Hast du es gesehen? Ja. Und ich wünschte, ich könnte es löschen. Ich wusste nicht, dass der Kerl so ein Monster war. Sah aus wie ein schmieriger Durchschnittstyp. Alles nur Fassade. Ich kannte ihn, wusste aber auch nicht, dass er so krank im Kopf ist. Irgendwas muss ich doch tun können. Zum Beispiel? Weiß ich noch nicht. Ich glaube, ich rufe Sus an. Danke, Vi. Ich wäre jetzt gern allein. Wir bleiben in Kontakt, ja? Sicher, dass du nichts brauchst? Nein, aber lieb, dass du fragst. Wenn irgendwas ist, ruf mich an, okay?